Hey Leute, Alzano hier und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten rund um Pokémon Schwert und Schild, denn es gibt ein neues Update bei den Eventuals in der Naturzone. Was euch alles erwartet, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Bei den Eventuals dreht sich diesmal alles um die Fossil-Pokémon der Kanto-Region, also Kabuto, Ammonitas und der Aerodactyl. Und zwar habt ihr die Chance, bis zum 26.07.2021 um 1.59 Uhr alle drei Pokémon in Eventuals zu fangen. Was besonders cool ist, da es eigentlich versionsexklusive Pokémon sind und sonst auch nur zu erhalten sind, wenn man den Erweiterungspass hat. Im normalen Spielverlauf kann man die nämlich gar nicht fangen. Zusätzlich gibt es als kleinen Bonus wieder eine erhöhte Shiny-Chance. Diesmal betrifft das das Pokémon Ammonitas, denn mit einer 2% Chance in Level 5er Raids habt ihr die Chance, einem Square Shiny Ammonitas zu begegnen. Um das Eventnest zu erhalten, müsst ihr einfach in euer Geheimgeschehen gehen und dort die Neuigkeiten aus der Naturzone aktualisieren. Dann bekommt ihr automatisch die Daten und mit etwas Glück und ein paar Wunschbrocken findet ihr dann auch das entsprechende Nest und könnt die Pokémon fangen. Wie immer habe ich euch natürlich eine kleine Grafik gemacht, in welcher Raid-Stufe ihr welches Pokémon findet. Ist jetzt nicht sonderlich überraschend, da es sich nur um drei Pokémon handelt, aber ich dachte, ich mache es trotzdem mal, damit ihr einfach eine Infografik habt, wo ihr was findet. Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass auch Pokémon mittlerweile ins Spiel kommen, die DLC-abhängig sind, dass jeder die Chance hat, die Pokémon mal zu spielen. Was haltet ihr denn von dem Event Raid Nest? Lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, einfach den Abo-Knopf und den Like-Knopf drücken. Bis dahin wie immer viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.